Die 49. Folge von Warframe und heute holen wir uns einen Orokin-Beschleuniger. Ja, eine Alarmierung auf dem Jupiter. Io. Hieß ja. Die Mission. Io. Genau. Was hast du die ganze Nacht gemacht? Io. Du Ferkel. Ich weiß. Okay. Haben wieder einen tollen Ladebildschirm. Das Interessante ist ja schon wieder, du hast einen Feuer-Ladebildschirm und ich habe einen Galaxie. Weil das Ding. Ja. Und du gehst auf das Schiff und ich gehe auf das Schiff. Schon fett. Ja. Hey, wir machen nichts Gleiches. Nein, alles verschieden. Richtig. Individuell. Bescheuert. Überleben, ich hoffe, wir halten 5 Minuten durch. Wieso nicht? Ich bin so schwachbrüstig. Ich bin Baubahn. Ich bin Baubahn. Ich bin Baubahn. Baubahn. Ich bin Baubahn. Ja, ich baue dir eine, du Bahn. Ein Rhino. Bist du Gaga? Ein Rhino, der Angelo ist da. Ja, Prime. Der fühlt sich ganz toll. Der ist 4, Level 4 und hat ein Rhino Prime. Ja? Der hat, und ein Repo Prime, der hat er sich gekauft. Nein, hat sich alles erspielt. Da kann ich mir im Leben nicht erzählen. Das habe ich gekauft. Ja, ja. Bleib stehen, Mann. Ja, Lutscher. So kann ich die Kacke nie aufleveln. Zwischen aufleveln? Meine Kronen. Oh Mensch, in den Breaking News zu 14.8-Version habe ich noch Performance gelobt, ne? Und da schieße ich gerade und es stottert wie Scheiße. Die haben halt die Gefallenen ausbalanciert, aber nicht der Greener. Hm. Das sind die Korpus. Scheißegal, alles. Ist alles gleich egal. Ja, alles gleiche Scheiße. Die schießen. Und stinken. Ja, stinknall. Sag mal, hat da jemand schon die Kapsel aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, weil die war, glaube ich, hier oben, oder? Ich weiß es nicht. Was ich mir noch wünschen würde für Warframe, wäre blutiger. Was so, wenn man durchslidet, dass man dann komplett rot ist, also dass es auf dem Warframe haftet, das wäre so richtig... Ja, ich weiß es, das würde dir gefallen. Das wäre so richtig geil. Mhm. So ein bisschen wie Splatterhouse. Genau. Der war einfach fett. Und was hast du gespielt? Weiß nicht, aber es war blutig. Also wer Splatterhouse noch nicht gespielt hat, ist richtig. Das ist aber auch uralt, oder? Zu alt und war in Deutschland nicht erlaubt. Und dann nennst du das jetzt hier? Ja. Wenn das jemand hört. Der genau. Der wird glatt. Ne? Weißt du, was mich das juckt? Sagst genau du? Genau so viel. Da Deutschland epidämlich ist, ist es Wurst. Hallo, es reicht aber. Dann eine Blasphemie. Ich schmeiß nicht. Du betäubst die, oder? Jupp. Okay. Das ist fett. Schießen sie nicht. Ja. Ich weiß noch nicht, wo du bist, aber... Ich guck, renn halt überhin, da wo einer ist, dann mach ich alle. Ich glaube, die Kronen wird meine neue... Lieblingsdings? Ja. Echt? Du tust mal was anderes benutzen, außer das Nikana. Und das gern auch noch. Ich weiß, Nikana geht mir irgendwie auf den Keks, weil es hat immer so einen Grafikfehler. Also, okay. Dass die Hand immer durchgeht, weil schon eine Waffe hält und so. Okay. Von der Darstellung her ist... Die ist halt die stärkste Waffe. Ich brauche keine korrekte Darstellung. Doch. Ich bin pingelig.
Mir geht es auch beim anderen Spiel auf den Sack, dass meine Schürze an der Seite nicht richtig runterhängt. Na, ist halt schon ein Meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn ich schon einen Handtuchhalter um der Hüfte habe, dann soll er wenigstens noch richtig dargestellt sein. Sollen wir zu anderen Dings noch gehen, zu dem anderen Lebenhaltungskapsel? Kann man tun. Ja, das war Rollen. Ich voll Honk. Ist ziemlich was los hier. Ich suche ja eigentlich schon lange Nikana-Ersatz. Du? Hm. Ah, ich habe eins gefunden. Weil die haben jetzt schon 289 Schnitt. Und sind noch nicht aufgelevelt und ich habe keinen Eurokin-Beschleuniger drin. Okay. Von dem her könnten die richtig fett werden. Da geht was, ja. Ich denke mal, die kommen zwar nicht an Nikana ran, aber so an der unteren Grenze kratzen es vielleicht an. Na, Schnelligkeit ist ja auch viel wert, ne? Ja. Das wird ja immer auch ganz gern vernachlässigt. Habe ich auch noch nicht drin. Was denn? Schnelligkeit. Okay. Dann geht ja noch ein bisschen was. Yep. Hey, haben aber, glaube ich, keine kritische Chance oder sowas, oder? Gute Frage. Gute Frage, ja. Also was halt bei Warframe, kann man eigentlich nicht oft genug sagen, was eigentlich Spaß macht. Es fühlt sich halt alles wie aus einem Guss an. Ja. Also das Kampfsystem und die Fortbewegung und. Alles überdacht. Ja, also das ist halt echt gut. Und vor allem, es funktioniert halt auch im Team richtig gut. Ja. Ja. Also das merkt man dann halt schon. Und es gibt keine so. Ja. Hey, ich spiele, bin kurz auf Endboss. Oh, ich wurde rausgeschmissen. Naja. Das ist schon fett. Ja, wir hatten vorhin beim anderen Spiel. Was wir jetzt nicht nennen und sagen wollen. Wir sagen nur Dämmerungsstreik. Dann hatten wir die ersten verkackten Wellen fertig. Plötzlich. Kontakt zum Server abgebrochen. Das war so richtig. Mm. Geil. Ich würde dir am liebsten voll in die. Also so Probleme hatte ich eigentlich bei Warframe noch nie. Wenn, dann war irgendwie immer das PSN schuld. Ja. Also bei Warframe ist PSN schuld. Ja. Machst du halt ein bisschen. Das PSN? Ja. Ja, das ist irgendwie. Also sie sollten irgendwie das wirklich machen, was sie gesagt haben. Neue Server. Hey, wir nehmen das PS Plus Geld für die Server. Naja. Ja, ein Scheiß. Ein Scheiß, das geht in die Verlustdeckung von der PS4 rein. Deswegen machen sie ja Gewinn. Wir naja. Lassen alles, wie es war, aber sie haben es ein. Ja. Scheißleser. Weil, also ich weiß nicht, also seit gut. 1-2 Monaten, da fühlt man sich mit dem PSN schon wie zu ISDN-Zeiten. Ja, also wenn man da an Bildern gucken will, wo einer mal gepostet hat, das war. Was? Hey, es sind 5 Stunden vorbei, ich glaube, ich spiele doch weiter. Ich guck's anders mal an. Hey, ich habe dir ein Bild geschickt, guck's doch mal an. 5 Stunden später, du, ich spiele weiter. Ja, ich. Blaue Bilder sind scheiße. Ich glaube wirklich, ist gut, aber ich habe noch was vor. Ich will heute noch spielen. Geht mir auf den Keks. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man, glaube ich, auch was man Sony zumindest vorwerfen kann. Dass Server. Die, ja, also, dass die denen irgendwie PSN teilweise schon ein bisschen am Arsch vorbeigeht. Ja. Da ist man dann offenbar, was man auch so raushört, bei Microsoft ein bisschen besser aufgehoben. Ja, irgendwie schon. Also immer. Ja. Die waren immer besser vom. Von der Serverstruktur her. Ja. Woran es jetzt genau liegt, ist das eine gute Frage. Auf jeden Fall ist beknackt. Ja. Man liest da öfters von den eigenen, also auch wenn man Sony-Fan ist, das PSN beschissen ist. Ja. Also das darf man auch ruhig sagen, ne? Wenn es da meistens sind da dann so Leute so, die haben
eine Konsole und wenn man dann sagt, ja, das läuft scheiße, dann sagen die, bei mir läuft alles sauber, du scheiß Xbox-Fan. Wir haben beide eine PS4 hier stehen und trotzdem lässt man mehr über Sony. Also wenn sie halt einfach nicht gebacken kriegen, dann sind die halt auch einfach schuld, ne? Ja, weil Spiele können sie, aber der Rest ist schon... Ja. Weil das bringt mir nämlich auch alles nichts, wenn die PS4 unterm Strich die leistungsfähigere Konsole hat und deswegen dann auch Spiele in einer höheren Auflösung sind, wenn ich sie nicht spielen kann, weil die Server down sind. Also. Beispiel, hat zwar nichts mit Sony so offiziell zu tun, aber Drive Club. Ja, das stimmt wohl, aber man weiß ja jetzt auch letztendlich wirklich nicht, ob es an den Entwicklern liegt, ne? Oder ob die Entwickler quasi Sony beauftragt haben, die Server zu hosten. Ne? Das ist irgendwie halt, das ist nicht klar und deswegen kann man da jetzt auch nicht so keine Aussage treffen, aber vielleicht habe ich noch so ein Paradebeispiel, wie es eigentlich nicht laufen soll. Ja, wie es nicht laufen sollte, aber wie es eigentlich läuft derzeit mit PSN. Also man sieht, die geben sich Mühe, Drive Club. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ja. Ich hatte ein bisschen Käse. Ein bisschen. Ich sehe da mal ein bisschen auf der Sack. Ein bisschen. Da hat ein bisschen mehr. Irgendwie hebt es die Prozentzahl irgendwie länger, oder? Was? Also da, nö, gar nicht, die geht noch schneller weg als sonst. Genau, mir kommt es ewig vor. Echt? Nö. War da schon einer am Ziel? Guck mal, wie die, so, 78, 77, hä? 76. Ich bin verstanden da. Das geht irgendwie ungleichmäßig runter. Nee, da ist schon keiner am Ziel, wieso? Dann mach ich doch mal eine Uhranzeige. Hey, kapier ich jetzt nicht. Normalzeit. Und dann, wir sind 5 Minuten drin, 10 Minuten. Ach so. Ja, das stimmt wohl. Weil vorher war sie noch da. Ja, der hat aber nur runter gezählt, bis der Dings kam. Achso, bis man raus kann. Ja. Das ist eine gute Frage, warum da jetzt nichts kam. Ja, wir sind schon alle drin. Keiner sagt was. Ich habe hier nur ein Effektgewitter. Wieso? Ja, Lutscher. Durch so langsam. Weißt du, was mies wäre? Mit 435 hier. Ja, genau. Ja, Schweine. In dein Gesicht. Yeah, okay, beschleuniger Blaupause. Super. Endlich kann man mal wieder eine Waffe aufpumpen. Ja, die ist bei mir gerade irgendwie richtig Mangelware. Rohkimbeschleuniger? Jupp. Du hast doch eh Platin, dann kauf dir einfach Rohkimbeschleuniger. Will ich aber nicht. Ich bin Geiz halt. Ja, vielleicht brauche ich so irgendwas Wichtiges. Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Rohkimbeschleuniger. Irgendwas Wichtiges. Rohkimbeschleuniger. Leck mich. Okay. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Die nächste Folge, Dings, wird die 50. Folge. Man glaubt es kaum. Und ich weiß noch nicht, wir müssen uns was Besonderes anfallen lassen. Haben da bestimmt auch schon was im Hinterkopf. Genau. Von daher, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und vierte. Ciao.